letzten Samstag im Kanton Solothurn gegen den FC Subringen mit einem 8:0 gewonnen. Sehr schöne Goals sind gefallen. Heute haben wir endlich wieder einmal einen Gast im Studio. Shankar, schön bist du da. Hallo, danke schön für die Einladung. Gerne. Ja, der FC Basel hat ja quasi schon in der vierten Minute das erste Goal können erzielen. Eigentlich sehr schön gesehen, dass sie auch quasi wie in Subningen am Anfang gerade einen guten Start haben können anlegen. Wie siehst du das so in den ersten Minuten? Also ich habe den Match selber nicht gesehen, aber ich denke, dass das eigentlich halt schon ein Pflichtsieg war. Und, aber es war ja auch so, dass man dann eine zweite Garnitur eigentlich spielen lassen hat. Mhm. Und in diesem Zusammenhang finde ich auch, also 8-0 ist auch, wenn das jetzt ein Zweitligist war, ein anständiges Statement. Eben, das ist so, ich kann am Anfang immer denken, es wird sicher 6-0. Mhm. Und schlussendlich haben sie zwei oben draufgelegt und das war quasi auch recht cool gewesen, so. Ja, das Resultat ist, sicher ein Statement gewesen. Ja. Auch wenn es jetzt gegen einen massiv schwächeren Gegner war, aber das ist okay. Ja, wenn man auch dort auf die Statistik geschaut hat, 1995 haben sie gegen die schon mal gespielt, dann haben sie 6-1 gemacht und jetzt 8-0. Das ist auch sehr überraschend eigentlich für die Mannschaft. Ja, also ja. Wie gesagt, wir haben auch schon Spiele gesehen gegen Unterklassige, wo man dann auch von Anfang an eine zweite Garnitur spielen lassen hat. Und dort ist es dann nicht gut rausgekommen, zum Beispiel gegen Garouche im Cup. Genau. Ist so ein Fall gewesen, wo... Und das kann immer passieren. Also von dem her ist das 8-0 sicher ein Statement, wo man wirklich zufrieden sein kann. Ja, das ist so. Ich glaube auch, der Fabio Celestini hat die Mannschaft auch gut vorbereitet und gut auf den Platz geschickt. Das hat man quasi schon recht früh am Anfang schon gemerkt. Das ist auch gut rübergekommen. Absolut. Also ich habe dann ein bisschen Teilaufzeichnung geschaut und es hat wirklich gut ausgesehen. Ja, das ist sogar wieder zwei, dreimal eingeschlagen hat Thierry Nabari. Der war ja im letzten Jahr noch nicht so treffsicher gewesen, aber mit der Zeit hat er quasi immer wieder ein bisschen gezeigt, was er kann in seinem jungen Alter. Ja. Also wie kannst jetzt du jetzt die Karriere von Thierry Nabari so einschätzen, so in den nächsten Monaten wird er noch ein bisschen, er ist ja schon recht viel aus sich rausgekommen, hat gezeigt, was er kann. Und ich glaube, das ist auch ein guter Top-Stürmer, wo man jetzt nicht dürfte weggeben. Ja, dass man ihm nicht dürfte weggeben, das ist halt so eine Sache. Das ist, das haben wir jetzt ja immer wieder gesehen. Oder? Wenn man eine Mannschaft hatte, die wirklich eingeschlagen hat und wo man Erfolg gefeiert hat, dann ist es einfach meistens so gewesen, dass sie halt nicht mehr lange da gewesen sind. Ja. Und also der Bari ist sicher im Moment einer von den Leistungsträgern. Und ich denke, ja, natürlich müssen wir schauen, dass man den möglichst lange behalten kann. Zukunft, glaube, die Mannschaft hat sich jetzt langsam gefunden. Wie so letztes Jahr auch schon mit den gleichen Spielern haben können auftreten, dass sie sich jetzt so gefunden haben im Gesamtpaket, dass man jetzt März auf die Zeit raus kommt es gut. Das haben wir aber schon oft gemeint. Also ich hoffe natürlich schwer, dass das wirklich so ist. Die Frage ist einfach, ob das hält. Letztes Jahr haben wir ja, nachdem der Fabio Celestini kam, ist dann eigentlich eine gute Phase gehabt. Und auf die gute Phase ist dann aber doch wieder eine schwächere gekommen. Genau. Also es ist halt immer eine Garantie gibt es nie. Oder? Ich würde sagen, im Moment jetzt, in dieser Saison sind die ersten zwei Spiele sehr enttäuschend gewesen, die ersten zwei Meisterschaftsspiele. Das dritte und das vierte ist dann aber, also 3 und 6-0, habe ich dann wirklich schön gefunden. Mhm. Ist, äh,
ist eine Pflichtzeit gewesen, auch wenn er höher ausgefallen ist, als man gedacht hat. Und jetzt die Shaqiri-Nachricht, das ist natürlich, also wenn das jetzt keinen Impuls gibt, dann weiss ich auch nicht, wenn wir am FCB noch helfen. Das ist. Weil da hat man ja viel in der letzten Woche hat man auch gelesen, und so kommt er zurück, kommt er nicht zurück. Mhm. Und wenn man dann gelesen hat, ist dort mal der Verein weg, dann hat man schon ein bisschen gewährleisten, was geht, was passiert. Acht Stunden später ist er schon da gewesen. Ja. Ja, das ist jetzt gut. Ich glaube, die Vorbereitungen sind schon länger im Gang gewesen. Ja. Es ist irgendwie einfach nicht an die Öffentlichkeit gekommen. Ja. Aber am Schluss jetzt ist es glaub, doch relativ schnell gegangen. Sehr. Und ich denke, dass die Shaqiri-Geschichte jetzt ganz etwas Besonderes ist. Mhm. Nicht einmal unbedingt, weil es der Shaqiri ist, aber es ist jemand von uns, es ist jemand vom FCB. Das ist so. Es ist ein Spitzenspieler, ein Nazi-Spieler. Mhm. Und bei ihm ist im Gegensatz zu anderen ganz sicher jetzt das Herzblut vorhanden, das es eben braucht, vielleicht auch um die anderen infizieren damit. Der Shaqiri, glaube ich, kaum, jetzt, dass er wegen Geld zurückgekommen ist, weil das ist ja deutlich weniger, als er vorher verdient hat. Okay. Aber das Herzblut und das Heiko, ich glaube, der hätte jetzt wirklich wollen Heiko. Ja, das ist. Das und das, denke ich, ist in Verbindung mit dem FCB, da gehört sicher die Familie dazu, da gehört der FCB dazu, da gehört Basel dazu. Stadion. Und Stadion, die Fans. Und ich habe das Gefühl, das ist jetzt wirklich ein ganz besonderer Transfer. Ja, ich glaube, ein Hammer-Deal hätte man da können sagen. Ja. Weil man hat ja auch gewusst, er hat ja schon die ganze Juniorenabteilung von ganz unten bis ganz oben in die Jugend. Und das ist, glaube ich, auch ein Vorteil für alle. Ja. Ja, und vor allem ist er jemand, der wirklich auch die anderen kann unterstützen mit seiner Erfahrung. Er ist, also ich denke jetzt, so wie die Mannschaft zusammengestellt ist, wenn er da dazukommt, ist er sicher eine Leitfigur. Mhm. Und vor allem eben auch mit dem, da setze ich eigentlich am meisten drauf, mit dem Herzblut. Er ist ein Basler, er spielt kaum noch wegen Geld, sondern einfach das Herzblut jetzt. Und Freude. Mit Freude und wollen etwas zeigen für die Fans. Ich glaube, das ist der Hauptgrund und das könnte jetzt wirklich einen Impuls setzen, der länger andauert. Das kann spannend werden in der nächsten Woche. Das ist so. Das ist definitiv so. Ja, und wenn wir jetzt auf die Meisterschaft noch schauen, die nächsten Gegner, die sie haben, am Sonntag, ich war da daheim, Joggeli. Was denkst du, wie könnte es ausgehen? Also, wenn der Shaqiri spielt und das einigermaßen normal läuft, ich meine, wir wissen, es braucht noch einen Schiedsrichter, es braucht noch ein bisschen Glück und so weiter, aber im Normalfall müsste das jetzt schon eigentlich klare Sieg geben. Oder? Was noch interessant ist, sicher auch zum Schauen, ist, wie stark der Shaqiri jetzt dann auch Zuschauer anzieht. Das muss auch wieder stimmen. Ja, also das ist auch ein Punkt, wo natürlich gegenüber früher einfach nicht mehr stimmt. Es hat viel zu wenig Zuschauer in den letzten Spielen im Stadion gehabt. Das ist kein Vergleich mehr zu früher. Nein. Und das ist auch ein Problem, das man muss in den Griff kriegen muss. Aber ich denke jetzt schon, also wie gesagt, Shaqiri, letzte zwei Meisterschaftsspiele, 3 und 6-0 gewonnen. Es sollte eigentlich jetzt schon ein bisschen Impuls geben. Ja, das ist so, wie man weiss, ja, ich war da schon quasi immer ein Gegner ein bisschen unberechenbar, wo man am Anfang nicht weiss. Sind sie heute stark, sind sie gut in Form oder eher weniger? Wir sind auch schon ziemlich da gewesen. Und dort ist dann meistens gut ausgegangen. Da haben zwar ein kleines Stadion, etwas familiärer, aber wenn sie nach Basel kommen, muss man schon Achtung haben auf den Gegner.
Weil das braucht es ja, sonst geht man einfach raus und denkt, ja, es kommt schon gut. Und dann kommen die Gegengol. Ja, aber ich meine, wir müssen jetzt hier schon auch sehen. Ohne genau. Jetzt irgendwie. Ohne jetzt hier irgendwie böse zu sein. Aber meine, in dieser Schweizer Liga, wenn man Ivo hier nicht schlägt, also, dann reden wir einfach nicht vom FC Basel. Das ist, die Schweizer Liga ist im Vergleich zum Ausland sehr schwach. Da müssen wir nicht diskutieren. Und wenn man als FCB wieder ein bisschen will, wirklich international auch dazugehören, dann muss man in dieser Schweizer Liga einfach aufräumen. Vor allem jetzt mit einem Shaqiri, der ja angeblich schon gesagt hat, wir wollen Meister werden. Und das finde ich eigentlich die richtige Einstellung. Sehr gut schon mal. Ja, also ist auf jeden Fall die richtige Einstellung. Ist es so. Und wenn man das Schweizer Liga-Niveau anschaut, dann müssen wir jetzt, ist jetzt vielleicht ein bisschen provokativ, aber müsste eigentlich sagen, ein Shaqiri mit dem Leistungsausweis, den er hat, müsste er eigentlich fast schon gegen eine halbe Mannschaft allein spielen. Also das ist ja, also, das ist einfach meine Ansicht. Und darum glaube ich, also, wenn das Zusammenspiel jetzt hier funktioniert und das einigermaßen normal läuft, habe ich schon das Gefühl, dass wir hier wieder vorne mitspielen. Ja, das ist so. Und was auch ein guter Punkt ist, auch in den letzten Spielen, wo man auch zu Genf gemerkt hat, wenn die Mannschaft vorne, sie sind auch quasi recht gut gestanden, aber der Marvin Hitz hat quasi jeden Ball gehabt. Ja. Und ich glaube auch so ein Goalie, wenn auch, das bräuchte es jetzt auch in Zukunft. Ich weiss, der Vertrag ist noch ein Jahr, aber ich finde, das ist quasi einer der besten von der Schweizer Liga. Ja. Weil er ist ja auch von Dortmund zurückgekommen und das ist auch schon recht toll gewesen. Also ich glaube, der Goalie ist weder jetzt noch vor dem Marvin Hitz Problem gewesen, denn auch der Lindner ist ein ausgezeichneter Goalie gewesen. Also ich denke, dort, wo er beim FCB gespielt hat, ist er der beste Goalie von der Liga gewesen. Ja. Und der Marvin Hitz macht jetzt auch einen einwandfreien Job. Ja. Also ich glaube, über den Goalie muss man nicht gross diskutieren. Das ist kein Thema. Ja, er ist gut in Form momentan. Ja. Das sieht man auch. Ja. Ja, weiss jetzt nicht, was jetzt sicher ein guter Punkt ist. Ist gut, wenn du jetzt heute da bist, was die Fans auch beschäftigt. Das war schon der letzte noch der Abschied von Michael Lang. Ja. Und dann hat man irgendwie gesehen, dass der David Berg irgendwie privat im Ausland war. Ich weiss man eigentlich genau, warum das er an diesem Spiel nicht dabei war, sondern Daniel Stucki. Ja. Das tut auch so die Leute von außen her ein bisschen verwirren. Ich weiss nicht, wie kommt das auf die Seite von dir rüber? Ja gut, David Tag ist sowieso, sag jetzt mal, ein eigenes Thema. Ich weiss nicht, ich vermisse einfach, und das ist das, was mich beim David Degen verwundert hat. Ich vermisse einfach ein bisschen das Herzblut auch. Also, ich meine, bei einem David Degen reden wir jetzt wirklich von einem Basler. Also gut, Lampenberg, aber. Ja, eben, Basler. Wir reden von einem Basler, der ist auch in Basel gross geworden in dem Sinn. Ja. Und ich hätte hier. Ich vermisse das Herzblut, oder? Ja. Also, das ist. Eben, man ist nicht hier an einem Abschiedsspiel von einem Spieler oder. Oder man zeigt kaum eine Reaktion während dem Spiel, wenn der FCB ein Goal macht. Und so. Er ist mehr am Natten, was auch ja, andere sagen. Das ist das, was auf mich einfach einen komischen Eindruck macht. Also das so. Ist, und das ist. Ich weiß es nicht. Also offenbar geht es auf Vereinsleitungsebene. Auch um andere Punkte, wo man einfach irgendwie daraus profitiert oder ich weiß auch nicht. Ich habe immer wieder das Gefühl, es geht nicht wirklich
in erster Linie bei gewissen Leuten um den Club. Also mhm. Ich habe auch Generalversammlungen erlebt. Ich bin an einem Podiumsgespräch teilgenommen, wo der David Degen und der Reto Baumgartner dort gewesen sind und Frage und Antwort gestanden sind. Und es ist einem einfach aufgefallen, dass sie sich selber widersprechen. Und es ist, und also ich bin absolut ein FCB-Fan und das war noch nie anders gewesen. Und ich hoffe auch immer, dass sie grünen. Nur von der Vereinsleitung muss ich sagen, bin ich überhaupt nicht begeistert. Mhm. Eben, das ist so. Weil, auch wenn man sehen, ich denke zum Beispiel, wo ein Trainer jetzt zum Beispiel mal entlohnt worden ist, wie jetzt Schulz und so. Muss ja auch sehen, wir haben gar nicht gesehen, sind andere vorne dran gehabt. Es wirkt halt ein bisschen unglaubhaft, aber früher als Spieler. Dort hat es irgendwie eigentlich gut funktioniert. Ich weiß jetzt nicht mehr, merkt das auf der Seite von mir und so. Er ist so wie, er weiß nicht, wie er es genau machen muss, dass er vielleicht auch ein bisschen Angst hat, um irgendeine Fehler zu machen oder auch nicht. Das ist so ein bisschen, das ist schwierig. Ja, aber dann ist man der falsche Mann. Also, das ist, ich ja. Mhm. Also, dazu muss man vielleicht auch noch sagen, es ist von Anfang an irgendwie nicht ideal gewesen, dass man den Basler Weg gewählt hat. Und ich glaube, dass auch viele sich nicht bewusst gewesen sind, was das bedeutet hat, der Basler Weg. Es war von Anfang an klar, gewesen, dass man mit einem Basler Leg eventuell in Euroleague spielt, oder? Aber ganz sicher nur im Champions League. Ja, das ist einmal so nicht klar. Und der Bernhard Burgener hat ja dann ziemlich am Schluss die englische Investfirma wollen an Bord holen. Mhm. Was auch ein Riesentheater gegeben hat, weil man dann eben den Basler Weg nicht mehr weiterverfolgen konnte, weil man Angst hatte, dass die Investfirma dann den ganzen Club übernimmt. Nur, man muss einfach sehen, heutzutage kommt man mit einem Basler Weg einfach nie mehr an. Dann muss man in Kauf nehmen, dass das Niveau halt sinkt, dass man vor allem national und vielleicht noch Challenge League spielt oder was auch immer. Oh. Ja. Mhm. Aber, das haben wir erlebt, oder? Also die schon ein bisschen älter sind, die wissen, wie schnell das gegangen ist, oder? Ja. Und wenn man wieder will dort ankommen, wo wir früher noch gesehen sind, international, Champions League, Topspiel gegen Chelsea und so weiter, Barcelona, dann muss man sich einfach im Klaren sein, dass entweder wirklich wieder jemand muss kommen, wie früher Gigi Löri, der in Millionenhöhe eine Defizitgarantie gegeben hat, oder man muss, wie es der Bernhard Burgener hat wollte, einen Investor holen, der mindestens einen Teil vom Club übernehmen kann und auch wieder mindestens eine Defizitgarantie gibt, so wie es gesehen ist. Und dann kann man wieder handeln, oder? Und dann kann man wieder darüber diskutieren, über die Champions League und so. Weil, wenn man schaut, und das muss man ja ganz klar sehen, wenn man schaut, die erfolgreichen Teams, sei das Paris Saint-Germain, sei das in England, Deutschland und so weiter, das sind alles keine lokalen Geldgeber, oder? Nein. Also, das sind alles internationale Investoren, und dann muss man den Basler halt einfach vergessen. Also, man muss wissen, was man will. Und nicht immer hin und her und ja, es ist halt so. Das ist umso mehr, wenn man in einer Schweizer Liga spielt, wo mit Sicherheit die schwächste ist in Europa. Ja, das ist so. Ja, was man auch gemerkt hat, Fabian Frey wird ja auch immer weniger eingewechselt, weil er auch ein routinierter Spieler ist. Aber man merkt, er hat langsam auch das Alter erreicht, bekommt immer noch die Chance, in der zweiten Halbzeit mal eingewechselt zu werden. Aber ich glaube, er nimmt es jetzt nicht persönlich, dass er lieber den Jungen den Vorrang gibt. Früher war es ja auch in der gleichen Situation. Aber das ist auch quasi auch ein Topspieler.
was auch wichtig ist für die ganze Mannschaft. Egal, ob es jetzt Pari ist oder sonst irgendein, das sind eigentlich alle gleich wichtig, solange sie es bringen. Ja, er ist halt auch eine Leitfigur. Mhm. Sie ist, ja. Ist auch schon lange zu bleiben. Es ist halt auch wieder, das ist jetzt vielleicht wirklich etwas, was etwas schwierig ist. Oder? Mhm. Einerseits die Jungen fördern, schauen, dass Nachwuchs kommt, oder? Mhm. Dass man immer wieder frisches Blut in der Mannschaft hat. Und andererseits, ich sage jetzt in Anführungszeichen, die alten Erfahrenen, mhm. wo ja der Schirkiri jetzt auch dazugehört. Nur so, ist ja. Er halt vom internationalen Renommee nochmal ein anderes Kaliber. Mhm. Aber das ist wahrscheinlich etwas, was schon nicht ganz so einfach ist, hier wirklich einen Ausgleich zu bringen, dass man immer, junge und ältere, erfahrene Spieler kann kombinieren kann. Genau. Weil nur die Jungen, das geht nicht, mhm. ja, das ist klar. Und viel von den erfahrenen, älteren Spielern drin haben, das ist auch nicht gut. Und da kommt dann gerade wieder Kritik, mhm. ja, die Jungen fördern. Also, was schon auch klar ist, mhm. was man ehrlich muss sagen, ist, dass das natürlich eine Ebene ist, wo man, oder ein Spiel ist, eine Entscheidungsfläche, mhm. wo man es halt eher nicht allem recht machen kann. Das ist so. Also gut, das ist ja eine alte Sache im Leben, aber mhm. ich glaube, ganz speziell hier ist es schon. Ja. Bringst viel Ältere und es läuft gut, ist die Kritik super. Mhm. Läuft es nicht gut, hast so, zwei auf dem Rücken. Mhm. Und im umgekehrten Sinn mit den Jungen ist es genau das Gleiche. Eben, das ist so. Man hat ja auch gesehen, man hat ja dort auch gesehen und gelesen, dass sie ihn gefordert haben von Fabio, dass man den Rücktritt macht, aber er hat sich dann können wehren. Und dann hat glaub, dort auch die Vereinsleitung dann auch gemerkt, also eine gute Figur wie er, darf man gar nicht gehen lassen. Und jetzt darf er noch weiterhin noch spielen, das ist glaube ich auch wichtig. Ich denke, es ist eben auch darum wichtig, weil das ja die Spieler sind, also vor allem ein Fabian Frey, wo auch das Herzblut halt das hat und ein bisschen vormacht, um was mhm. es eigentlich geht. Ob das bei allem gelingt, ist eine andere Frage. Aber das ist ja so. Mir fällt halt einfach auf, dass die Spieler, die mit dem FC Basel nicht von früher nachher verbunden sind, wie es sich wandelt, die spielen ja eigentlich nur, oder? Also mhm. das behaupte ich jetzt einfach einmal beim FCB, mhm. zum Weiterkommen, um sich zu zeigen. Ja. Die bringen schon eine gute Leistung, mhm. aber nicht wegen dem Herzblut. Und nicht wegen Basel, nicht wegen dem FCB, sondern einfach, weil sie weiterkommen wollen. Und das sind ganz sicher Sachen, die bei Fabian Frey, bei Sherdan Shaqiri, bei Thauland Xhaka und so weiter ganz sicher anders sind. Das ist so. Die sind schon seit Anfang an genau. Also die haben einfach wirklich das rot-blaue Blut. Mhm. Und ja. Aber es ist schon klar, von denen hat man natürlich auch nicht en masse. Oder? Das ist so. Das ist gar nicht. Das braucht ein bisschen Glück in der mhm. Juniorenbewegung. Dass dann wirklich so jemand rauskommt. Mhm. Und dann hast du immer noch das Risiko, dass dann gerade bei Jungen, die aus dem Nachwuchsbereich kommen, dass dann halt der Erfolg und das Geld wichtiger ist mhm. als das rot-blaue Herz. Das ist so. Mhm. Ja. Das ist eben leider so. Ja, jetzt sind wir schon wieder am Ende der Sendung. Der FCB spielt, wie gesagt, diesen Sonntag um 16:30 Uhr daheim gegen Iverdon Sport, wo wir gespannt sind, wie es ausgeht, und wir sehen uns dann wieder nächsten Montag in einer Woche, genau nach dem Spiel Basel-Iverdon. Bis dann, schön habt ihr eingeschaltet, schöne Woche, Jean-Claude, schön bist du da gewesen. Dankeschön für die Einladung, merci. Dankeschön. Auch.